الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Der Islam ist keine erbliche angestammte Zugehörigkeit. Noch ist er eine nationalistische Idee oder Verbindung. Der Islam ist auch kein purer religiöser Kult. Der Islam ist eine miteinander verwobene Gesamtheit, die den Menschen von all seinen Perspektiven anspricht. Sie spricht ihnen auf emotionaler Ebene an, sie spricht seine Rationalität und seine Vernunft an. Der Islam hat uns einige neue Werte gebracht und einige neue Vorstellungen. Unter diesen neuen Werten und Vorstellungen ist die Vorstellung der Loyalität, der Verbundenheit und Zugehörigkeit. Denn genauso wie wir unsere Existenz von Gott empfangen haben, genauso empfangen wir unsere Vorstellungen und unsere Lebensphilosophie von Gott selbst. Die stärkste Bindung und höchste Beziehung, die der Islam heiligt und sie über alle Bindungen erhebt, das ist die Bindung des Islams und des Imans. Diese Bindung steht über der Stammeszugehörigkeit, Nationalität, Rasse, über jede Farbe, Blut und Sprache. Wenn es darauf ankommt, stehen all diese Dinge in einer Reihe und der Islam in einer Reihe, wie Allah Ta'ala sagt in der Surat Al-Mujadila. Du findest keine Leute, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und denjenigen Zuneigung bezeigen, die Allah und seinem Gesandten feindselig sind. Auch wenn diese ihre Väter wären oder ihre Söhne oder ihre Brüder oder ihre Sippenmitglieder, jener in ihren Herzen hat er den Glauben geschrieben und sie mit Geist von sich gestärkt. Die Nationalität des Muslims ist der Islam selbst. Seine Identität und seine Heimat ist der Islam, wo auch immer er sein mag. Ein Dichter sagte, umgeschrieben in übertragenen Prosa, er sagte, mein Vater ist der Islam. Mein Vater ist der Islam, außer ihm habe ich keinen, wenn sie mit Qais oder Tamim stolzieren. Wenn uns unsere Herkunft unterscheidet, so verbindet uns eine einzige Quelle. Wenn unsere Abstammung verschieden ist, vereint uns die Religion, die für uns wie der Vater ist. Dies bestätigend sagt Allah Ta'ala im Koran, gewiss diejenigen, die glauben und ausgewandert sind und sich mit ihrem Besitz und ihrem Vermögen abgemüht haben auf dem Weg Allahs und diejenigen, die jenen Zuflucht gewährt haben und ihnen geholfen haben, sie sind einander verbunden. Wenn der Maßstab dieser allerhöchsten Bindung und Zugehörigkeit, dieser Liebe, nicht der Islam ist, dann solltest du deinen Iman überprüfen. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, die stärkste Bindung des Imans ist die Liebe um Allahs Willen. Wir haben auch einige Beispiele aus den prophetischen Vorfällen. Hier haben wir das Beispiel von Nuh alaihi salam, den ersten Rasul. Allah Ta'ala berichtet Folgendes. Und Nuh rief zu seinem Herrn. Er sagte, mein Herr, mein Sohn gehört zu meinen Angehörigen. Mein Sohn gehört zu meinen Angehörigen und dein Versprechen ist die Wahrheit. Ja, das Versprechen Allahs, dass er die Angehörigen Nuhs erretten wird. Und du bist der Weiseste derer, die richten. Und daraufhin sagte Allah Ta'ala seinen Propheten rügend. Er sagte, es ist O Nuh, er gehört nicht zu deinen Angehörigen. Es ist eine Tat, die nicht rechtschaffen ist. Und Ibrahim, Allah Ta'ala sagt und gedenkt, als Ibrahim von seinem Herrn mit Worten geprüft wurde, da befolgte er sie. Er, yani Allah, sagte, ich will dich zu einem Vorbild für die Menschen machen. Ibrahim sagte, und meine Nachkommen? Er sagte, mein Bund erstreckt sich nicht auf die Ungerechten. Selbst wenn er von deinen Nachkommen wäre. Ich war empört von einem Vorfall, als mir jemand von einer Moschee erzählte in Darmstadt. Diese Moschee, in der können nur Personen eines bestimmten Landes dem Vorstand zugehören. Als ob der Islam ihr eigenes Eigentum wäre. Der Islam wäre ihr Vater und die Moschee ihre Mutter. Die Moscheen sind islamrechtlich gesehen eine wirkliche Moschee, ist eine Stiftung. Sie gehört niemandem. Sie ist gestiftet für die Muslime. Du liebst dein Land, seinen Boden, die Gärten und die Wiesen, die Meere und die Flüsse.
Das alles ist in Ordnung und auch ganz natürlich. Es ist, der Mensch liebt instinktiv den Ort, an dem er geboren ist und aufgewachsen ist. Das ist also alles schön und gut, aber die Loyalität gehört dem Islam. Und es ist nicht angebracht, jemanden zu präferieren, dass du dich selbst oder jemanden präferierst wegen einer Sache, die er überhaupt nicht beeinflussen kann. Kein Mensch kann entscheiden oder hat einen Einfluss darauf, wo er geboren wird, welcher Rasse er angehört, aus welcher Familie er stammt. Der Boden ist die Erde und das Blut ist das Blut Adams, das in allen fließt. Daher sei erhaben über diese primitive Einstellung. Im Bukhari Muslim wird überliefert, dass ein Junge der Muhajirun einen Jungen der Ansar ohrfeigte. Und dieser rief dann, ja Muhajirun, und der andere rief die Ansar zusammen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon mitbekam, sagte er, wie kommt es, dass ich Schlagwörter der Ignoranz, also der Jahiliyya höre? Lasst es sein, sie stinkt. Zuletzt noch, die Brüderschaft, wie ihr alle wisst, ist kein hohles Wort, mehr ein Gefühl, eine Emotion, Zuneigung und Freude. Brüderschaft ist Solidarität und Unterstützung, Bescheidenheit und Aufrichtigkeit. Wenn dein Bruder im Recht liegt, unterstütze ihn und bringe ihn nicht vom Rechten ab. Wenn du es nicht kannst, dann freue dich an seinem Zustand. Wenn er krumm ist, dann biege ihn zurecht, ohne ihn zu zerbrechen. Wenn er sich fehlverhält, dann vergib ihm und sei nicht wie eine Fliege, die nur auf den Dreck fällt. Ich kenne nichts, das abträglicher und schädlicher für die Brüderschaft oder irgendeine andere Beziehungsform ist, als eine ungezügelte, schmutzige Zunge und ein grimmiges Herz. Ein Sprichwort sagt, dass die Zunge der Löffel des Herzens ist. Die Zunge bringt die Suppe des Herzens hervor und der Engel ist mit seiner Schreibrüstung bereit, jedes Wort niederzuschreiben, das aus deinem Mund hervortritt. Darum schwärze deine Register nicht mit unzüchtigen Worten oder widerlichen Worten und sei dir auch dessen bewusst, dass Worte wie Waffen arbeiten, sie verletzen und töten. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan.